Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 5. Ja. Baxter hat mich gerade gemeint, ich sollte mal nachgucken. Wir haben ja jetzt bestimmt Kapitel 2-1, 2 und 3 erledigt, aber ich habe ihn gerade auf die Palme gebracht und gesagt, hey, das war gerade komplett Kapitel 2.1. Die eine Stunde irgendwas, die wir vorher letztes Mal gespielt haben. Du hast mich nicht auf die Palme gebracht. Einfach, ich bin so krank überrascht, dass das erste das ist. Also, dass wir erst so weit sind, obwohl wir fast eine Stunde jetzt gebraucht haben. Wow. Ganz ehrlich, ich kaufe mir jetzt die Rüstung. Ich habe jetzt über 10.000. Ich kaufe mir jetzt die Rüstung. Echt eine Idee, oder? Ich weiß halt nicht, was die Schutzweste bringt, aber ich kaufe sie mir jetzt. Bietet Schutz gegen Nahkampfangriffe, kann mit der kugelsicheren Weste getragen werden. Eine kugelsichere Weste? Kommt bestimmt noch. Vielleicht haben wir die auch. Ja, nur kann die irgendwie. Nun geht's weiter ins nächste Level. Kann die verwalten? Ja, aber. Ach so. Hast halt keinen Platz mehr, weißt du? Kann man die irgendwie ausrüsten? Vielleicht kann man die gleich im Spiel irgendwie ausrüsten oder so. Ja, dann muss man die einfach im Inventar haben. Kann auch Sinn. Aber die nimmt dann doch einen Inventarplatz weg, das wäre doch eklig. Ja, aber hast dafür mehr Schutz. Das ist ja. Wir gucken mal. Ich bin ready. Ja. Ich brauche nicht mehr als das. Ich bin auch ready. Ich brauche nicht mehr als mein Gewehr und die Pistole. So, warte. You know where the mines are? Across the station. Oh, das wollte ich nicht. Follow me. Oh. Soll ich dich heilen? Warte mal. Weil hier liegt noch eine rum. Okay, man muss die Schutzweste scheinbar echt mithaben. Aber du hast da eine einzelne, ne? Ja, doch, heil mich sonst mal. Dann kannst du die einzelne nehmen danach. Und dann kannst du. Warte, denn. Bei mir hat's mich voll geheilt. Wir können nicht voller werden als das. Oh, okay, doch. Und dann okay, kann ich dir meinen Spray nämlich nochmal geben und dann kannst du die beiden schon mal kombinieren. Dann haben wir beide wieder einen Platz frei. Soll ich dir die geben? Nö, brauchst du nicht gerade. Ja. Nur wenn du möchtest. Dokument lesen. Typ 2 Plagas. Hier liegt noch Pistole. Okay. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Wer das lesen will, kann Pause drücken. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Alter. Nein. Ups. Du kannst ja mal durchklicken durch das Dokument, wie viele Seiten das sind. Alter. What the fuck? LOL. Das hört auch nicht auf. Nee, irgendwie hört's nicht auf, nein. Hast du Pistole? Ja. Da kann man nicht durch. Ah, hier. Ja. Da, ich hab's gewusst. Den kann ich noch. Ist da oben am Strommast? Das Emblem? Das da? Genau. Pistolen-Sniper! Das ist einer der gewesen, mit dem ich übelst, wo wir übelst gesucht haben. Deswegen wusste ich den noch. Ah, gut. Guck mal hier. Da ist eine Bombe, Vorsicht, ne? Ziemlich flachsen? Warte. Ja, das Problem ist, genau als der Punkt da war und ich geschossen habe, hat er die Waffe ganz. What the fuck? Hinter uns ist noch einer.
Okay, der ist auch tot. Alter. Die können unter die scheiß Züge durch. Das ist doch nicht euer Ernst. Wow! Oh, das war falsch. Oh. Warum greift die immer mich an? Ich sterbe da. Wow, warum greift die immer mich an, ey? Das geht euch nur an den Kragen dann. Ich will runter, oder? Ja, mach das. Wäre was Gutes für dich. Cool. Nämlich Munition. Ja, ich habe auch, glaube ich, Munition für dich gefunden. Gewehrmunition wäre jetzt echt hilfreich. Ja, habe ich, glaube ich, gefunden. Ohne Witz, ey. Dieses Gewehr. So, was hast du wo gefunden? Nee, kann ich dir geben. Ich habe. Achso, hast du es mitgenommen? Mhm. Ja, bevor du jetzt dahin rennst. Weil da ist ein. Das ist schon wieder. Hä? Der Gastgeber hat die Sitzung beendet. Na, bei mir bist du noch drin. Ne? What the fuck, Alter? Hm. Hallo? Hängst du, oder? I need ammo. You can't be serious. I need ammo. Okay. Lol. Geht die einfach weg, Alter. Kannst du mich irgendwie jetzt einladen? Ja, aber dann müssen wir vom Kontrollpunkt an wieder weiter starten. Achso. Warte kurz. Ach, doof gerade, dass das nicht will. Die Frage ist, ist hier gleich ein Kontrollpunkt? Könnte halt sein, dass hier gleich einer ist. Warte, dann kann ich kurz mal... Soll ich sonst einmal und kurz das spielen, ob ich den gleichen Kontrollpunkt hätte? Dann könnten wir ab da weitermachen. Ja, okay. Weil das sieht fast so aus, als wenn wir hier jetzt irgendwo reinkommen. Oh. Ich bin tot. Was ist denn los? Ich hab nicht aufgepasst. Nein! Okay, wir starten vor dem Kontrollpunkt. Ich lade dich wieder ein. Ja, die dumme Ziege hat mich geheilt im ersten Hilfespray. Ach so. Hättest du gar nicht machen sollen. Nein, ich wollte... Das war ein bisschen dumm. So. Lade ich wieder ein, ne? Mhm. Okay. Kann dich gerade nicht einladen. Scheinbar ist deine Sitzung gerade aus. Hast du überhaupt noch Verbindung? Ja. Ich sehe dich halt ja auch noch online. Kann dir auch eine Nachricht schreiben. Test. Jetzt hast du mir was geschickt. Ja, Test. Test. Aber. Sonst mach mal Spiel beitreten, genau. Versuch mal Spiel beitreten zu machen. Okay. Kann ich nicht. Warum nicht? Was sagt er? Nicht. Spiel beitreten ist bei mir grau hinterlegt. Und wenn ich das bei Resident Evil suche, habe ich dich nicht als Host, Alter. Ja, okay, warte dann. Nur mit Einladung. Dann mache ich das kurz so. Stimmt, ist deine Sitzung gerade irgendwie aus. Und so. So. Speichern beendet, ja. Wir starten. Kapitelauswahl.
2.2. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir machen uns jetzt keine Probleme. So, das Spiel einladen. Yay, eine Einladung. Ja. Hey. Ja, doch. So. Oh Gott. Fangen wir von neun an, ich habe weniger Munition als vorher. Na toll. Wieso hast du weniger Munition? Du hast doch die Munition abgegeben und sowas alles. Ja, aber die ich jetzt verbraucht habe, ist weg. Nee, die sollte eigentlich nicht weg sein. Die war jetzt weg bei mir. Sicher? Mhm. Ich will noch 2 Gewehrschuss. Hm. Ja, tut mir leid dann. Ja, nicht so schlimm. Mein Gott, ich werde es überleben, hoffe ich doch. Weißt du was, die kriegen jetzt eine Granate in den Arsch geschoben. Die Hunde da, meinst du? Ja. Warte, dann gebe ich dir schon mal das Ding hier, weil du wolltest mich ja gleich ein bisschen beleben damit. Das erste Hilfespiel brauchst du mir nicht geben. Kannst du sonst bei dir ins Inventar erstmal packen. Da. So, die Schutzweste mit. Die hilft gegen die Hunde bestimmt sehr gut. Sollte es eigentlich ja, weil wir ja Nahkampfschaden machen. Gegen Nahkampfschaden ist die Schutzweste, ja. Ja. Sheva, do you know where the mines are? Close the station. Not too far from here. Follow me. Dann kannst du mich damit einspringen, genau. Heile ich das andere Kraut vielleicht dann. Hier liegt nochmal Pistolenmunition, die kannst du ja mitnehmen. Jo, die war jetzt für mich hilfreich. So, die Frage ist ob wir den. Nein, es ist nicht. Oh Gott, das ist. So, jetzt ist es weg. Er soll. Da. Warte, ja, ich muss das erst triggern, dass die Hunde kommen. Ich hab ne Idee, warte mal. Ich trigger das mal ein bisschen. Mhm. Oh, warte. Komm, sie kommt. Okay, der ist tot. Schnauze voll. Und Reihe. Ich hab nur noch alle erwischt. Ne? Ja, aber da kommen gleich nochmal mehrere, ne? Soll ich nochmal eine verwenden? Oh, warte kurz. Kannst du ja gleich machen. Jetzt kommen sie, Vorsicht. Jo. Will mal was gucken. Oh Gott, ich hab ein Problem. Ja, aber ich hab's geahnt. Help me! I need your help! Ich muss hier Hilfe brauchen. Jo, ich bin dabei. Warte. Oh, geh weg! Komm hin, treff mich in den Rücken. Jo, ich bin unterwegs. Oh. Down. Okay, dann solltest du mitlaufen einfach. Ich dachte, du schmeißt da eine Granate hin. Hab ich ja. Okay. Das tötet die aber nicht sofort. Hat's hat die irgendwie nicht gerade gleich getötet? Das war das Problem. Okay. Dann lauf einfach mit, dann laufen wir gleich nach oben diesmal. Mhm. Also, wird gleich hoch. Mhm. Ja, ich bin gleich hochgelaufen, weil ich oben halt die bessere Position hab. Das war halt für mich gerade irgendwie die beste Position, die ich meiner Meinung nach hätte einnehmen können dafür. Also wir können sie auch erstmal sonst gemeinsam unten besiegen. Wir können auch gleich hoch. Seh das Ding nicht. Ja, du musst es aber auch... Gleich noch? Ja, warte mal kurz. Nee, ich muss ja lernen, damit umzugehen. Ich sehe meinen Laserpointer gerade aber auch über... Ah, jetzt sehe ich ihn.
Das war echt merkwürdig gerade. So, ich trigger sonst nochmal die ersten, so. Mhm. Ich dachte, dass du die Granate wieder wirfst. Das ist immer gefährlich, das ist das Problem. So. Vorsicht, warte, bevor du da weitergehst, weil da um die Ecke ist dann auch gleich. So, warte, dann machen wir das relativ quick diesmal. Wow, die kommen hoch. Ja, aber ich weiß halt nicht, ob wie hoch sie genau kommen. Da lebt ja noch einer. Ich lock den einmal zu mir. Ah, shit, bin dran. Alles gut. What? Der haut ab. Kommt wieder auf mich zu. Halt absolut gar nichts. Jetzt ist er noch im Waggon. Jetzt kommt er. Ah, shit. Alter, die sind zu schnell, sorry. Hätte man einfach vielleicht andere Positionen einnehmen sollen, dann hätte das auch besser geklappt. Jojojo. So, erstmal überall nachladen wieder. Du hast noch gar nicht so richtig die Munitionskapazität auch ein bisschen erhöht, ne? Was? Doch, vom Gewehr, ja. Ich hab sie halt bei allen meinen Waffen jetzt erhöht schon. Ich auch. Weil du halt nur 16 Schuss mit hast, ich hab 20. Ach so, das konnte ich irgendwie jetzt noch gar nicht bei mir. Oh, vielleicht, weil du das letzte Level halt nicht mit abgeschlossen hast, dass du die XP davon nicht so viel bekommen hast. Das könnte sein. Oh, das könnte Sinn, ja. Okay, aber das sollte ja nicht ganz so große Schwierigkeiten machen. Oh. Du darfst. Oder warte, ich mach den dann danach so. Lauf. Ja, jump runter. Langweilig, er kennt das schon. Ja? Genau, no, das ist das Problem. Ja, bin ich hier schon verreckt, Alter. Na ja, echt jetzt? Warum nehmen wir den dämlichen Wagen mit nach unten? Weil hier verschwindet. Ich wollte gerade sagen, wo ist er hin?
Elektrolampe. Oh. Ist es gut, dass ich die Elektrolampe habe, oder? Na, der die Elektrolampe hat, kann ich schießen. Ja, deswegen frage ich halt gerade. Ja. Oh ja, genau. Weil ich dächte, egal. Achso, das ist eine Fledermaus. Oh, die hat Gold geklaut. Denn nicht ein Kraut. Verdammt. Warte. Ich habe noch ein kleines Kraut, das ich benutzen kann. Warum habe ich mich damit zu dir gedreht und ist egal. Gut. Da haben wir uns ja gleichzeitig. Jetzt kannst du mir theoretisch Steinkraut geben. Dann gebe ich dir das hier erstmal. Dann gehe ich dahin. Sammel das ein, kombiniere das und dann kannst du mir das andere wiedergeben. So. Und jetzt geht's hier lang weiter. Ich glaube, der mit der Lampe sollte vielleicht nicht vorauslaufen. Ja, tue ich auch nicht. Ich bin ja vor dir. Mhm. Aber ich will nicht durch dieses Wasser. Ich hab Angst vor Krokodilen. Chris hat auch Angst vor Krokodilen. Ist okay. Kannst du mal. Hallo? Kannst du. Wichser. 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 Lebst du noch? Lebst du immer noch? Da kann man nicht drauf treten. Alter. Da konnte man nicht drauf treten. Oh! Warte. Ja. Die Gewehrmunition kannst du nehmen. Zum Nachladen, ne? Ich bräuchte hier Licht. Da ist ein Gegner um die Ecke. Jetzt so? Ja. Achtung, hinter uns. Hilfe? Okay. Ich bin so da. Wer los? Also nicht. LOL! Alter, ohne Witz. Ich will noch Kisten aufweisen. Ja, ich weiß, aber ich hatte eben kein Licht. Gib mir Mühe! Alles gut. Blendgranate? Zwei Blendgranaten. Willst du Blendgranaten mitnehmen? Oh, ich glaube, da weiß ich was. Egal. Oh Mann, Alter. Wieso muss das so dunkel sein? Weil wenn ich nicht ziele, ist es stockdunkel. Mhm. Aber coole Brücke und coole Aussicht. Ich sehe nichts. Außer Wasser. Was?
Teamschlag. Komm schon. Warte mal, warte mal. Okay. Ja, okay, also klappt das doch. Handgranate. Da, da, ich wusste es. Warte kurz, was wusstest du gleich? Lass mich erst. Oh. Ja, da kommt einer hinter dir. Ich hab grad andere Probleme. Der ist tot. Okay. Ja, die haben manchmal so einen Anzeigenbug. So, was wusstest du genau? Warte, bleib mal hier. Da ist noch ein Emblem. Okay. Doch bei dem Wasserfall. Ja, dachte ja, mir schon irgendwie sowas, aber ich hab's mir nicht genau angeguckt. Da kannst du mir auch sehr viele Schätze finden. Ja! Da unten. Da riecht sie. Wo ist sie denn? Irgendwo da war sie. Unter Holz verschwunden. Arschloch. Immer die Pistolenmunition auch. Sind gerade relativ knapp. Magst du nochmal hier hingucken, wo ich gucke? Ob hier noch irgendwo was ist. Mehr Licht und so. Gut. Das GPS ist nicht verfügbar hier. Okay, schade. Da ist noch was? Da ist ein Gegner. Da ist die Kiste. Ist hier noch irgendwas? Der kann uns erstmal egal sein, solange der nicht kommt. Deswegen gucke ich ja. Oh, warte, warte, warte. Hab sie. Ein Ei. Aber ich kann es nicht mitnehmen. Bringt uns das? Auch nicht. Bringt uns ein Ei was? Come on! Das kannst du essen. Und heilen. Warte mal. Drei Granaten mit, Mann! Ist gegeben. Alter! Das ist ja verdammt gut. Mhm. Okay, ganz so viel Munition wollte ich nicht wieder haben, aber okay. Na, ist doch jetzt. Ja, ich weiß, ich weiß. Du schießt da jetzt erstmal. Ey, so, guck mal, da oben ist noch was. Mhm. Kommt man da ran? Ja, genau. Ah! Ist das wie hin? Irgendwo in der Wand verschwunden. Na, oh, gut, okay. Aber kommt man da ran jetzt irgendwie oder ist das später? Stimmt. Lass das mal weitergehen. Okay. Hinten gab's ja keinen anderen Weg. Vielleicht hier vorne. Oder geht's auch nach links? Gewehrmunition? Da geht's weiter. Ah, oder? Ah, hier geht's hoch, siehst du? Was denn? Keine Ahnung. Edel. Hier hast du deins, oder? Nee. Doch, das war das. Was ist das? Lol. Und da ist ein einzelner Oval drin. Oval? Ich glaube, das Ding heißt Diamant. So. Ne, da stand Oval. Oder Opal. Opal könnte es auch bilden. Opal, bestimmt, ja. Ich weiß nicht, wie die das nennen. Ich hatte noch nie so einen Diamanten in der Hand. Es gibt halt verschiedene Arten, je nachdem halt, welche Farbe er hat. Okay. Und dann gibt es, glaube ich, noch irgendwie bestimmte sehen halt anders innen drin noch aus. Da finde ich den Computer besser hier, mit dem. Wieso? Weil der dorthin zielt oder dorthin das Ding hält, wo du hin zielst halt. Willst du?
nicht drehen auf der anderen Seite oder so, damit ich da... Du solltest da drunter weggehen, ich kann's nicht los... Entschuldigung. Das war gerade ein bisschen dumm. Wie drüber weggehen? Da war doch das Gitter, du standest direkt da drinnen in dem Gitter. Also das Gitter wäre direkt auf dich runtergefallen. Nein. Ich durfte das halt nicht loslassen, weil du das auf der anderen Seite halt wieder öffnest. Willst du mir nicht... Egal, okay. Sind das Blendgranaten gewesen? Ja. Okay. Die vertragen kein Licht. So, jetzt nochmal. Und diesmal bitte geh da drunter durch. Kannst du mich nämlich auf der anderen Seite helfen? Da müsste ja irgendwas sein, damit du mich auch hochkriegen kannst. Also durchkriegen kannst. Kritisch ja, aber wo? Weiß ich nicht. Ist doof oder was? Ach, da ist es. Mitten in der Karte. Entschuldigung. Okay? Ja. Entschuldigung, ich hab die echt nicht gesehen, ey. Da kommen ein paar mehr. Oh. Come on. Hinter uns kommen auch ein paar, ne? Bei dir? Ja. Hat es dir geholfen oder? Ein bisschen. Alter! Mein Gott! Ich hab ihn. Oh fuck. Glück gehabt. Das ist auch immer für einen Bombentyp, du meinst. Der hat hier inner mit Bomben geworfen. Warte mal, bleib hier. Bisschen Munition gefunden. Oh, Blendgranate. So, das müssten jetzt langsam ja alle gewesen sein, oder nicht? Ich hoffe doch. Hier ist nur Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ah, okay, du hast keine Pistolenmunition, deswegen alle Pistolenmunition erstmal jetzt an dich. Erinnere mich auf jeden Fall mal dran. Ja. Okay, irgendwo ist noch wer. Ach, den. Warte, machen kalt. Warte, warte, warte. Wo machst du ihn? Ich weiß nicht, wo er ist. Ach. Da oben. Vielleicht ach, oben, da, oben, ganz oben, oben ja. So. Was? Du das mit einem Gewehr gemacht, weißt du? Ja, ich weiß. Aber ich wollte ihn eigentlich runterfallen lassen, aber... Ich wollte ihn nicht ganz runterfallen lassen.
Da hört auch gleich die Kampfmusik auf. Ich fände es halt ein bisschen unnötig, halt die Gewehrmunition an der Stelle jetzt für einen so einen Sniper-Schuss gerade zu verbrauchen. Zwischendurch ist es vielleicht mal lustig, aber jetzt gerade, wo wir eh schon wenig Munition haben, vielleicht nicht ganz so. Sollten wir ein bisschen sparsamer lernen und doch lieber die Pistolenmunition, die man öfter findet, halt benutzen. Der sah so einladend aus, der Kopf. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin nur ein Stück reingelaufen. Was denn? Sollen irgendwo Gegner. Da hab ich Gegner laufen sehen, aber die kommen irgendwie nicht. Ist doch gut so. Da haben wir uns. Können wir uns noch ein bisschen mehr umgucken. Schade, scheint nicht zu klappen. Ich hab einen scheiß TNT in der Hand gehabt. Wo ich den Kopf abgeschossen habe, war das TNT zufälligerweise verschwunden. Zufälligerweise. Wäre viel besser gewesen, wenn es explodiert wäre. Oh fuck, TNT. Warte kurz. Das wollte ich gerade machen. Ich hab gerade im Visier, sorry. Ich messer den jetzt zu Tode, Alter. Nein, nein! Achso, ich hab doch gerade gesagt, ich messer ihn zu Tode. Okay. Hast du doch. Entschuldigung. Er spricht ich es aus und dann tritt er ihn mir einfach weg, Alter. Ich weiß nicht, was für ein Pupsmesser ich hab hier im Gegensatz zu deinem. Deiner riesen Machete, ey. Dafür benutze ich die Machete aber auch nicht für normale Kills und du schon. Okay, ich sollte mich definitiv mal heilen, Alter. Nur das Grüne. Hab ich. Danke, lass mich heilen, hast du. Also heilen wir uns doch beide zusammen, wenn wir nebeneinander stehen, irgendwie. Irgendwie. Irgendwie auch nicht, keine Ahnung. Hier liegt Gewehrmunition. Hier ist nochmal Kraut. Oh. Nimmst du das Kraut noch? Mhm. Bin ich aber voll, ne? Ja. Weiß ich Bescheid. Oh shit. So you must be Irving. Wow, perceptive, aren't ya? You think this is a joke? You're just like all the other pieces of scum terrorists. Oh, I'm not like them. I'm a businessman with standards. Drop the weapon. Or, how about you drop yours? Also vom Auftreten würde ich eher sagen, die Maskierte. Okay. Stöckelschuhe, leichter Brustansatz, ich stimme eben. Okay. Einfach weg. Looks like Irving has a partner. There must be something here he didn't want us to see.
this. The oil field. That's in the marshlands. Okay. Delta team, Chris, he's not located Irving, but he got away. Was hast du noch? Kannst du mir mal die eine Handgranate geben, die du hast? Dann kannst du das Kraut nehmen und verknüpfen und dann kann ich dir das wieder geben. Achso, du hast. Okay. So. So. Oh, kann man öffnen. Ja, das war ein bisschen zu offensichtlich, dass du das wusstest. Hä? Oh, warte. Kann ich? Ah, so, so nicht. Oh. Ich schieße nach vorne. So, ich? Er schießt gerade nicht auf mich. Ja, kannst du ja machen. Der schießt ja eh die ganze Zeit auf mich. Gut zu wissen, dass hinter uns Leute kommen. Das war nicht das, was ich wollte, aber okay. Kannst du mal. Dankeschön. Schießt der nur auf mich? Oder hast du ihn schon weggesniped? Ja, MG-Typ ist schon weg. Okay. Da kommen wieder Gegner. Hast du mir auch noch irgendeinen gelassen? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Der nicht. Noch irgendwas aufmachen? Ach, scheiß drauf. Das hat er jetzt nicht. Wer hat das überlebt? Natürlich hat er das überlebt. Auch weiter Munition rum. Mhm. Wo auch immer. Gewehr. Kannst du ja mitnehmen, ich brauche keine Gewehrmuni. Ich gebe das Gewehr gleich wieder ab zur Brücke. Nee, Maschinengewehr. Das ist eine andere Sache. Es ist weg. Wie ist weg? Ich weiß nicht, wo sie lag. Also, wenn sie da auf diesem Truck lag, da, ja, da ist sie weg. Lol, jetzt verschwindet einfach. Das ist ja gemein jetzt. Vielleicht, wenn einer da drüber läuft oder so und das nicht aufsammelt, dann hast du nur noch kurze Zeit oder so, weiß ich ja nicht. Was haben wir hier drin? Ein Brillant diesmal. Eindeutig kein Platz für sowas. Soll ich dich heilen? Ja, aber nimm das Kraut, das Doppelkraut lieber dafür, anstatt das erste Hilfsspray. Genau, und dann die beiden wieder kombinieren. Das klingt aber harmlos. Das klingt ja richtig harmlos gefühlt. Im Gegensatz zu GTA, ne? Ne, im Gegensatz zu generell vielen Spielen. Im Gegensatz zu generell jedem Spiel fällt mir gerade so ein, dass ich gerne. Auch. Ganz entspannt, lauf nicht so viel vor, trigger nicht so viel. Hier liegt nämlich noch eine Handgranate zum Beispiel für dich. Ich
Ja, da. Hab ich gesehen. Ah! Guck mal an. Wo? Magen tritt. Verfolgung. Na dann. Was für ein Auto fährt hier jetzt runter? Gar keins? Da kommt ein Dynamit geflogen. Dann helfe ich dir schnell hoch und dann kannst du oben. Komm. Hör auf. Mein Gott, ist das so schwer. Ja, ich bin auch ein bisschen schutzlos ausgeliefert, während ich hier die ganze Zeit da am machen bin. Oh, da hab ich Glück gehabt. Oh, Alter, die Animation rettet mich. Kerle. Oh fuck. Alter, sind die bekloppt oder was? Warte. Ich weiß. Okay. Aber nur weil er was automatisch in der Hand hat, müssen wir ihn ja nicht immer gleich das Ding wegschießen. Da komme ich nicht durch. Nein! Au! Ah, fuck. Alle kommen so viele. Dann komm erstmal hoch und dann kämpfen wir gleich von hier gemeinsam. Au! Scheiße! Okay. Versuch! Das ist nicht weit! Bewegen. Ja, alles gut. Achtung! Was? LOL! Oh Mann. Ich wollte, aber die haben mich draußen abgehalten. Oh Mann. Oh. Immerhin kann ich jetzt die Droge noch wieder abgeben. So. SVD. Ich kann die Kapazität nicht erhöhen. Okay. So, das eine war ein Birnen F. Keine Ahnung, was das ist. Das andere war doch ein Oval, kein Opal. Und okay. Ein Brillant. Birnenform. Ich weiß nicht, ob das Birnenform heißt. Obwohl, könnte gut sein, dass das Birnenform heißt. Birnen F. Würde passen. Ja. Ich bin ready. Wie sieht's bei dir aus? Hast du deine Schutzweste nicht mehr mit? Okay. Ich hab gerade gekriegt. Dann zu sie einfach in die Mitte, dann weißt du immer, wo sie ist. So, und diesmal ziehen wir das fix durch. Oh, da hängt noch was. Vorsicht. Ja. Ich hab dir das mal runtergeschossen, dann kannst du das ja gleich hochheben. Ein Kleber, ja. So. Perfekt.
Die lag irgendwo, hatte Dynamit oder nicht? Aua. So, und diesmal lauf einfach hoch erstmal, lauf dran vorbei. Genau, dass wir uns oben zusammen verteidigen können. So. Erstmal verteidigen, dann gucken wir weiter. Oh, das war falsch. So. Ich denke mal, das war es so verteidigungsmäßig jetzt erstmal. Puh. Okay. Puh. So, jetzt können wir uns gleich erstmal heilen. Zusammen. Mhm. Und dann können wir weiter gucken. Oh, nehme ich ja. Weiß nicht. Ich hab noch eine Heilung. Ich hab zwei. Ach, wir haben es wirklich beide. Das ist gut. So, erstmal Munition nachladen. Ich bin fertig. Nerven, ja. So. Und in Zukunft sollten wir uns gemeinsam irgendwie so einen Pläne halten. Mhm. Ist mitgenommen? Ja. Den Brillanten da unten oder was? Ja, den habe ich schon geholt. Hab ich doch. Ach, hast du schon geholt. Ja. So. Come on. Schrot. Oh, da war. Ja, Maschine. Schinger, ja. Yep. Und das Kraut ist da noch, ne? Du hast jetzt Platz ja wieder. Mhm. Ja, fuck, das wollte ich dir nicht geben, sorry, ich wollte das bewegen. Aber ich kann's nicht bewegen. Wie war denn das? Ja, mit X war das, genau. Ich hab total vergessen, dass das hier nicht so geht. Ich drück immer drauf und will's dann bewegen. Gott, ich will gar nicht wissen. Die Szene schreit irgendwie wieder nach einem Kettensägen-Typ. Ja, zumindest gegen irgendwas Fiesen. Okay, es ist kein Ketten. Vielleicht ist es doch ein Kettensägen-Typ. Vielleicht ist es mehr Arbeit. Nein. Okay, das ist kein Kettensägen-Typ. Was auch immer es ist, kann es bitte da unten in den Abgrund fallen? Ja, ich hoffe auch. Von der ist tot, warum? Wer macht das Ding auf, der ist tot? Es geht irgendwann selber auf. Es muss so. Gott, keine Spinne. Oh nein, keine Spinne oder so. Sieht echt aus wie eine Spinne. Oh. Nein, ist keine Spinne. Was ist das? Das ist eins der Fliegeviecher.
Ein großes Fliegevieh. Du machst das, ich verpiss mich. Willst du mich verarschen? Ich geh ins Haus. Oh, Meme. Kann man die aufheben? Ich hab keinen Platz dafür. Kann die Platz. Warte. Ich wollte. Nee, ich glaube, man muss ans Ende des Schwanzes. So, Schwanz, hä? Nee, du musst auf das Waldgebiet schießen. Ah. Du solltest noch mehr Minen, ich kann keine Minen tragen. Ja, ich geh. Blendgranate, die kann ich mitnehmen. Oh! Es kann fliegen. Ja, aber ausweichen. Oh. Ich wollte gerade ausweichen. Natürlich wollte ich ausweichen. Ich hätte auf jeden Fall ausweichen gekriegt. LOL! War einfacher als gedacht, oder? Naja, ne, das hat drei oder vier Magazine von meinem Maschinengewehr da reingehauen. Und ich hab von meinem komplettes Magazin draufgehauen. Ich brauche nur drei Schüsse mit der Pistole, ja. Ich bin Chris. Chris Redfield. Ich brauche nur verdrückte drei Schüsse für so ein Viech. Es ist mit dem Trag runtergefallen. Hast du recht. Dein Wunsch wurde erfüllt. Chris, Schimmer! Das gefällt mir. Zufälligerweise kommt da jetzt ein Typ vorbei, der uns mitnimmt. Ja, meine Präzision ist nicht so die beste. Wow. Ich muss mal kurz ans Telefon. Also, wir beenden hier einfach, würde ich sagen, auch die Folge dann gleich. Jo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.